Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich mache heute mal wieder weiter mit der Serie Amy, Folge 3. Und ja, dann machen wir gleich mal weiter. Amy, bitte, du bist mein Baby. Du bist mein Pony. Süß, aber du bist nicht mein Pferd. Du bist es nicht. Oh, alles ist gut. Alles gut. Warte, Süße, okay? Alles gut. Du bist eine feine. So, Amy, halt den Blick auf. So. Na komm. Passt dir zwar nicht, die Süße, aber ist auch egal. Ich möchte es meiner Tochter klären, dass ich sie nicht gefunden habe. Wird mich ausschimpfen. Hey, hast du auch niemanden gefunden? Nein, ich habe 5-mal diesen Hof hier überall, den ganzen Hof überall durchschaut, aber leider nicht gefunden. Hm, ich habe es dann auch nicht gefunden. Und Mist, wie kannst du das deiner Tochter erzählen? Ich glaube nicht, dass die anderen sie gefunden haben. Hm, glaube ich auch nicht. Ich muss hier wahrscheinlich eine schlechte Nachricht sagen. Ich glaube, da hat jemand auch aufgegeben. Hoffentlich sind die anderen schon zu Hause, sonst muss ich die auch noch suchen. Na los. Oh! Wow! Komm, Süße, steck drauf. So, jetzt habe ich dich wieder. Okay. Gott sei Dank. Yeah! Wow, da hast du sie gefunden. Ja, yeah, sie kam zu mir. Super duper. Na los. Dann würde ich sagen, du lernst dich kennen. Und wir steigen mal von den Pferden. Gute Idee. Süße. Hallo. Na komm. Husch, husch, husch. Husch und komm her. Rein. Viele Tage vergingen und Amy wurde größer und Maya wurde größer. Amy war jetzt schon 3 Jahre alt und Maya war schon 17 Jahre alt. Ja. 17 Jahre alt. Du bist echt so schön, Süße. Oh, ich sollte dich mal einreiten, oder? Ich sollte dir mal einen echten Sattel aufs Ohr legen. Wow, alles gut.
Wow. Halt, alles ist gut. Ist okay, schau mal. Findest du es hier ganz okay? Siehst du. Na los, mach ich es ins erste Loch. Wow, wie gut kannst du ab? Es nervt voll jetzt. Es ist wirklich nur im ersten Loch. So, es ist jetzt etwas fester. Wow. Wie man sieht, nicht sehr fest. So, nachgeguckt. Wow, alles gut. Alles gut. Ich sollte dich damit mal umgehen. Los. Noch die Trense. Super, hast du die mit reingenommen, wirklich. Ins Maul. Super. So, Mama, kannst kommen. Ich bin da. Ich halte sie. Kannst dich auf sie drauflegen. Nein, ich will es nicht. Mama, wieso hast du sie nicht festgehalten? Tut mir leid. Viele Tage vergingen und sie setzte sich nun richtig auf sie drauf und wurde von ihrer Mutter longiert. Doch Amy fiel es gar nicht. Ich buckelte und buckelte, was das Zeug hielt. Schere. Man sieht es ja wohl an, dass das Pferd erst eingeritten wird. Erst im Schritt buckelt sie schon rum. Es ist okay, aber... Sie läuft ganz normal und lang. Jetzt geht's, kann man sie schon reiten. Im Schritt, alleine. Aber das gefällt. Ja, das gefällt der Amy nicht. Denn die Hilfen gefallen ihr einfach nicht. Und sie reißt sich los. Geht sie gut? Danke, dass du zu Amy gegangen bist und nicht zu mir. Oh, Entschuldigung. Ja, das meinte ich ernst übrigens, sonst wäre sie jetzt weg. Danke, Mama. Klingst zwar jetzt nicht so bedankbar, aber okay. Also los, ich schaff dir. So. Die Reitersicht davon war ziemlich huppelig. Und sie fiel fast wieder. Aber weil Maya eine gute Reiterin war, setzte sie sich wieder rein. Nur dann buckelte Amy immer wieder. Aber bald funktionierte es einwandfrei, das Schrittgehen. Man konnte schon richtig gut auf ihr Schritt reiten. Sie buckelte überhaupt nicht mehr. Dann sagte ihre Mutter, ich longiere dich im Trab.
Da trabte Amy an und buckelte natürlich wieder. Und weil sie longiert wurde, hatte die Mutter von mir, der Maya, Amy sofort. Und weil man nicht so aufhören sollte, setzte sich Jasmin wieder auf sie hinauf. Und wieder Longe. Buckeln, buckeln, buckeln. Halt, Amy! Wow. Na. Auf der Reitersicht. Ah. Na, 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 na. Oh. Puh, war das schwer. Jasmin, halt dich gut. Ich heiße nicht Jasmin, Maya. Kannst du mich bitte Jasmin nennen? Danke. Okay. Wow, wow. So. Jetzt trabt aber Amy richtig gut, oder? Ja, wollen wir einen Galopp versuchen? Na klar. Galopp. Und natürlich buckeln. Nein, warte. Lass mich frei traben. Das ist jetzt erstmal dran. Okay? Die helfen, das fallen die aber überhaupt nicht. Jetzt geht sie wieder normal. Versuch mal leicht zu traben. Nimm dich jetzt im Galopp auf die Longe. Attelage. Mache dich auf was gefasst. Ich glaube, sie wird richtig wild. Und Galopp! Slow Motion. Mann, ich dachte, du machst Slow Motion an. Ja, tut mir leid. Mach ich ja. Gut, jetzt galoppiert sie wieder besser. Erstmal Slow Motion mehr. Unsere Stimmen hören sich ja schrecklich an. Wie ein Monster.
galoppiert hat, super. Mach mal keine Lage mehr. Doch. Natürlich gefällt das ihr nicht. Und Annie ist weggelaufen. So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Ich habe das extra etwas länger gemacht, da die anderen etwas sehr kurz waren. Und ja, das nächste Mal schaltet doch gerne beim nächsten Video wieder ein. Da geht es nämlich weiter, ob sie dieses Mal jetzt Amy finden oder nicht. Also, viel Spaß bei dem nächsten Teil. Tschüss!